Also ich will hoffen, dass sie mindestens bis ins Finale kommen, aber ich denke, dass sie das schon gewinnen könnten. Ich denke bald. Keine Ahnung, aber es gibt auch andere gute Mannschaften dort, die vielleicht auch gegen Deutschland gewinnen könnten. Finale und dann auch der Sieg letztendlich? Ja, ich denke, die kommen auch auf jeden Fall ins Finale. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall ins Halbfinale. Ich glaube, die kommen ins Finale, aber ich glaube, dann packen sie es nicht. Halbfinale, ganz bestimmt. Doch, auf jeden Fall. Ich habe mir, um ehrlich zu sein, noch gar keine Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube ganz weit. Die sind doch immer ganz gut. Ich tippe auf Belgien. Türkei. Für mich also Türkei, weil ich Türken bin und ich bin halt für die Türkei. Vielleicht die Spanier? Ich denke ganz klar Deutschland. Guter Kader, denke ich mal. Junge Leute jetzt so drin, er hat ein bisschen was umgestellt. Die Testspiele haben wir bis jetzt immer verloren. Das ist nun mal Standard, aber Jogi analysiert das alles und ich denke, wir haben gute Chancen. WM haben wir es ja auch geschafft. Es könnte schon Deutschland sein. Keine Ahnung. Ich hoffe aber Deutschland. Sehr groß, weil auf der Welt ist momentan echt, ja, hört man so oft in den Nachrichten, dass sehr viele Terroranschläge sind und man sollte das nicht unterschätzen. Sehr groß. Ich hatte auch mal so einen Traum, ne? Da war ich mit meinem Vater im Fußballstadion, hatte ich Angst, dann kam so, es wird jetzt ein Terroranschlag, dann müssen wir wegrennen und sowas. Ich habe Angst, dass was passiert. Ich glaube, dass die Gefahr natürlich besteht, aber da jetzt hinzugehen und so viel Angst zu haben, dass man das Ganze nicht nochmal durchführen kann, ich glaube, das ist genau das, was die Attentäter halt wollen und auch die Gruppen, die das durchführen. Deswegen glaube ich, man sollte sich dadurch nicht beirren lassen und einfach so weitermachen, natürlich mit mehr Sicherheit und so weiter, aber ja, darauf haben wir ja wenig Einfluss. Ich mache mir da sehr viele Gedanken drüber, weil ich tatsächlich in Paris arbeite und jetzt für den Juni und die Zeit gesagt habe, dass ich in Berlin bleibe, weil mir das irgendwie alles zu viel ist. In Paris hat sich auch die Stimmung sehr geändert und man merkt die Anspannung und ich habe mich einfach entschieden, dem etwas fern zu bleiben. Ja. Nicht kleiner und nicht größer als bei anderen. Wenn ich U-Bahn fahre oder sonst irgendwie, ich denke, man darf sich eine Kirre machen lassen. Also, die wollen ja uns Angst machen, also lassen wir es uns nicht machen.